Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Plants vs. Zombies. Und wir müssen uns heute vor den Zombies verteidigen. So, hier oben muss schon mal ein Kohlwerfer hin. Haha, du wirst mit Kohl beworfen. Patsch. Patsch und da fällt er dann am Schnapp. Aber egal. Aber ja, Kohl tut schon weh, wenn er dir so ins Gesicht fällt. Das kann ich mir schon vorstellen. So. Ey, wir kommen ja richtig gut voran. Was ist da los? Mache ich noch einen? Ah ja, komm, Risiko, Risiko. Obwohl, jetzt haben wir ja schon wieder. Gehen wir hier in die zweite Reihe. Na, jetzt kommt er natürlich da unten. Blöde Sau. Da kommst du her. So. Aber wir haben schon mal die hinterste Reihe voll. Das heißt, wir kriegen schon mal gut Sonnenlicht, dass wir einsammeln können. Ich hätte gern die Magnetrooms irgendwie. Wenn die dann wirklich Gold und Diamanten und so alles für mich einsammeln können, was ich sowieso sonst immer vergesse, wäre das natürlich schon recht nice. So, jetzt müssen wir schnell mal ein bisschen sammeln. Und zwar so, damit der hier nichts anknabbert. So, der kriegt das ja, der kann sich jetzt damit ein bisschen beschäftigen. Wir pflanzen ihn gleich noch einen zweiten hin, so. Eigentlich wollte ich ja... Da steht noch gar keiner, ne? Ach du Scheiße. Momentchen. Du hüpfst jetzt darüber. Nom. Okay. Ich wollte... Ah, hier unten stehen noch keine. Das ist natürlich ein bisschen suboptimal. Das ist natürlich ein bisschen suboptimal, aber wir kriegen das hin. Ich sehe da Chancen. Na komm schon. Noch ein Sonnenlicht. Und dann kann ich jetzt die Sonnenblumen schon mal vervollständigen. Dann haben wir die Sonnenblumen voll, können hier weitermachen. Theoretisch, wenn er jetzt ausgekaut hat, kann er den Dena gleich fressen. Könnte er, wenn er schneller kauen würde. Naja, schauen wir mal. Ja, er hat's. Fertig. Er hat fertig. So. Ja, dann kann er den gleich hier wegchompen. Und wir können uns auf das weitere Geschehen konzentrieren. So. Ich überlege mir gerade, eigentlich müsste der noch einen weiter vor. Hier müsste die Nuss hin. Das ist so doof. Dann machen wir es eben so. Notsituation muss auch mal gespart werden. So. Wieder rausgeklickt aus dem Fenster. Menno! A huge wave of zombies is approaching. Ja gut. Das muss getan werden, was getan werden muss. Quasi. So, jetzt überlege ich, ob ich mich so und so mache. Und so und... Ja. Das war natürlich schlau. Jetzt bräuchte ich eigentlich noch so ein Nüsschen, ne? So, machen wir erstmal das dahin. Muss jetzt gerade mal reichen. Und theoretisch könnte ich die dann ja... Ich überlege gerade so ein bisschen, die Chomper könnte ich dann hier vorne irgendwo hinstellen, so wenn es wirklich nötig ist. Aber eigentlich brauche ich nur zwei Platz dahinter. So, die lasse ich jetzt einfach mal noch da stehen. Bis ich hier jeweils immer die Peashooter pflanzen kann. Das ist so laut auf dem Ohr gerade. Ist so krass. So. Kriegt der überhaupt Schaden? Vielleicht müssen wir sie doch ein bisschen weiter vorstellen. Naja, gut. Nom, 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 nom. Noch einen, bitte. So, pass auf. Ach, egal. Der ist weg. Der ist weg. Ich überlege gerade, wie ich das mache. Es ist gar nicht mal so einfach hier.
So. Ist gar nicht mal so einfach. Vor allem, man hat ja auch begrenzte Mittel. Oh, die Nusswein schon. Ich brauche mehr Sonnenlicht auf jeden Fall. Das reicht vorne und hinten gerade irgendwie nicht. So. Wieso wird das davon abgefangen? Fragezeichen. Geht die gar nicht durch, oder wie? Das ist ja stupid. Ja, dann lohnt sich das... Ach du Scheiße, dann lohnt sich das ja alles gar nicht. Dann habe ich ja gerade völlig gefailt. So. Pass mal auf. Die muss jetzt noch ein bisschen... durchhalten. Die wird gefressen. Das wird so erledigt. Ach, das ist ja strategiemäßig hier. ETF. Oh, da wird meine Sonnenblume geklaut. Muss man wirklich strategiemäßig herangehen, ey. Aber sowas mag ich ja. So. Die kommt hier hin. Das kommt hier hin. Hier hinter muss noch ein Jumper. Hier muss auch eine Sonnenblume hin. Und hier muss ein Garbage-Katapult hin. Hier muss jetzt ein Jumper hin. Damit die Nuss dann nicht allzu sehr leidet. So. Sollten wir aber eigentlich hinbekommen. Ja, den kann er sich holen. Da brauche ich ihn nicht auspflanzen. Das ist mir sehr recht. Der muss da hin. Ja. Ach du heilige Scheiße. Okay. Warte mal. Hier ist ja an sich kein Problem. Machen wir den hin. Und machen wir den raus. Hier machen wir den hin. Und das war's. Gut, warten wir halt. Zack. Zack. Also diese Dinger hier nützen rein gar nichts hier auf dem Dach. Das habe ich jetzt auch rausgefunden. So, und weg. Oh. Ah, der ist cool, der ist cool, der ist cool, der ist cool. Der ist richtig cool. Kanalpult. Fallings. Fling, Korn, Kanals. Fires, Korn. Okay. Also auf jeden Fall, der, schießt Maiskörner, weil es auch ein Maiskolben ist, und Butter. Also Maiskörner und Butter, ne? Butter, Mais, wisst ihr Bescheid. Das sehen wir aber in Aktion nächste Folge erst. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein, macht's gut. Tschüss.